Also ich weiß, dass du schon deine PlayStation hast und One Piece endlich und den anderen Kram. Okay, das Hypen geht nicht anscheinend. Merkwürdig. Wo muss ich denn überhaupt hin? Oh, drei Ta- was? What? Vielleicht will ich die Aufgabe doch nicht machen? Stufe 55. Das ist ja jetzt nicht so das Problem. Beowulf. Das ist sogar näher. Soll ich zuerst das hier machen? Ich mache mal eine Schnellreise hier hin. Sonst verfahre ich mich wieder im Sumpf. Ja, Samstag war ich auch online, genau. Da hast du es ja geschrieben. So ein Alzheimer habe ich noch nicht, Tag. Keks, man braucht mir nichts schenken. Ich sage das zwar immer wieder, aber ihr hört ja eh nicht auf mich. Ich kann so viel sagen, wie ich möchte. Anlegen! War nicht so gemeint. Nein, da, alles gut. Nehme ich nur gerne selbst auf mal. Auch meinen Führerschein zum Boot fahren? Ich glaube nicht. Ich glaube auch in dieser Zeit braucht man sowas erst recht nicht. Im Real Life, ja. Okay, das wusste ich nicht. Ich habe kein Boot oder sowas. Und Fischi. Der hohiet hier einfach rein. Hallo Fischi. Danke Fischi für die 10 Erdbeeren. Auch noch. Ich habe den Stream gerade mal fast 10 Minuten an und ihr fangt hier schon wieder an, Sachen zu tun. Aber das mit dem Führerschein, mit dem Boot, ist bestimmt nur für Motorboot, oder? Oder jetzt auch nur für so eine Nussschale? Warte, Gutes. Weil das wäre ja so ein Schwachsinn, oder? Kampfschwein, YouTube. Dankeschön für dein Follow. Kommt auf die Größe an. Entschuldigung. Sorry. Mann, Keks. Ja, gut. Das glaube ich auch. So ein Yachtschiff und so, dann brauchst du bestimmt so einen Schein, genau. Auch für Segelboote. Ein kleines Ruderboot geht ohne. Ah, okay. Habe ich jetzt was gelernt? Das wusste ich gar nicht. Weil ich gehe nicht freiwillig auf Gewässer. Da ist die Aufgabe. Da gehe ich auch noch hin. Und da sind andere Sachen. Das, was ich eigentlich machen wollte, davon gehe ich schon wieder weg. Ich wäre gerne ein Pirat. Ja, das wäre schon cool. Aber so ein altmodischer Pirat, ne? Mit Kanonen und sowas. Du kannst bis 15 PS Führerschein frei Boot fahren. Ah, okay. Cool. Und wie sieht denn so ein... Macht man denn da auch eine Fahrprüfung oder was? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Was ist das hier? Okay. Das sieht hier sehr einladend aus. Berkelmoor. Natürlich für ein Containerschiff brauchst. Ja, sowas jetzt, klar, aber das mag, nicht jeder kann jetzt einfach Container fahren. Das ist mir jetzt auch klar. Dunkle Geister beherrschen das Himmelszelt. Knotenkunde und An- und Ablegen. Ja, gut. Interessant. Und hallo Mad Max. Warum sieht das hier so nach einem... War ich hier nicht schon mal? Oh fuck, was ist das denn? Oh nein, ich habe hier so ein... Trompetenpfifferling.
Oh nein. Ein gefallener Krieger. Von den Valkyrior verschmäht. Ein Bossfight. Ich fühle mich gut. Bitte. Lecker. Würdest du dementsprechend mal Boot fahren im Frühjahr, Sommer? Nee, ich jetzt nicht. Das war jetzt eine allgemeine Frage vom Chat. Warte, Lirien, erschaffe aus Eiche und Stein, Donner und Wind, aus Wodens Sippe warst du. Hast du dich nie hinabgebeugt, um die Tochter zu sehen, die dich am meisten liebte und in deren Erinnerung du lebst, in Flammen als Herr über alles? Ich will auch mal was spenden. Hier, shut up and take my money. Wow. Ja, ich habe 20 Euro verdient. Tschüss, war nett mit euch. Toller. Und ein paar Subs. War ein netter Stream. Danke, dass ihr da wart. Tschüss. Dankeschön. Okay, auch für deine 5 Erdbeeren. Guck mal, diese ist Assassin's Creed Suchti. Suchtis. Ja. Aber ich stream immer montags. Ich habe gestern hab ich eine Pause gemacht. Obwohl ich Bock hatte. Ich habe gerade in den Chat geguckt. Klaus? Klaus? So ein Drecksack. Achso, Phasmophobia möchte ich am Mittwoch wieder mal spielen. Als Info, dass wir auch mal ein paar Geister wieder jagen. Also, da wisst ihr Bescheid. Sie musste interagieren. Viel erleiden, bevor sie starb. Ich krieg jetzt voll auf die Fresse, oder? Und danke für die 300 Bits. Hast mich diesmal aber nicht erschreckt. Bist du gekommen, dem großen und gewichtigen König Lirion die Ehre zu erweisen? Katze Junior, danke für den Follow. Diesen Mann kenne ich nicht. Er wurde betrogen und ermordet von denen, die seine Freundschaft zurückwiesen. So wie du es nun tust. Ich muss eigentlich warm werden mit so, der Steuerung. Warte doch. Ich bin nicht dein Feind. Jetzt muss ich hier gegen Boss kämpfen, das ist eine gute Idee. Und du sollst darin vergehen. Cordelia! Cordelia, warte mal. 340, was? Was? Cordelia, warte mal. Ich mach die Chicken Nuggets. Oder ich bring dir Sushi. Oh, 340. Ja, läuft. Cordelia, Mensch. Du wunderschöner Engel. Da kommt die mir einfach mal mit so einer Stärke hier an. Sag mal, hackt's? Uiuiui. Ich wollte mich jetzt trauen gegen so einen Kampf und dann kommt hier eine mit einem Totenkopf. Ich sollte keine Aufmerksamkeit erregen. Okay, hat's schon beantwortet. Ja, ich hab... Meine Gott sei Dank bekommen. Bisschen zeitverzögert hier gerade die Kills. Wirft der gerade mit Leichen auf mich? Sag mal. Wie heißt der? Ui, der ist aber übel drauf. Ui. Nein! Breng du! Jetzt haben wir dich! Was ist denn der böse drauf? Hä? Ich hab doch weggedrückt. Okay. Also Ausweichen habe ich gedrückt. Der hat mich einfach vorher schon gepackt. Ich muss das jetzt mal gerade beobachten, nicht, dass jetzt durch diesen Bossfight da was verbuggt ist, weil irgendwie war das alles gerade etwas zeitverzögert. Auch mit den Kills und so. Was geht mit dem? Ich habe keinen Plan.
hier ist ja so ein Dicker. Mittelalter Football, ja, ich war der Ball. Mich einfach umwälzen. Da ist der andere Psychopath. Oh, warte mal, das ist ein... Ich wünschte, mein Leben hätte nur aus Ale geladen. Ich habe einen gefunden vom Orden. Bestanden. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Nein, so weit sind wir noch nicht. Ich habe den Orden benutzt, um ein Ale-geschwängertes Leben zu führen, aber der Preis dafür war Mord. Wirklich traurig. Ja, jetzt bist du tot. Das war jetzt echt Zufall. Oh, guck mal, wie er liegt. Ordens, ich habe echt einen vom Orden getroffen gefunden. Wächter des Reichtums. Der Eschenspeer. Obwohl er sich nie viel zur Hierarchie und Regeln gekümmert hat, passt Gifle oder Gifle, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, seltsamerweise gut in den Orden. Fand er doch heraus, dass er sich durch die Arbeit des Ordens eine enorme Freiheit verdiente. Die Freiheit, sich Met und Ausschweifungen hinzugeben, aber dennoch Freiheit. Dank seiner Furchtlosigkeit und Scharfsinnigkeit erlangte er den Rang des Paladins und begann alsdann Verbindungen zu verschiedenen Gruppen von Banditen zu knüpfen, um sie dem Willen des Ordens zu unterwerfen. Jetzt nicht mehr. Und hallo Ben. Ja, der war wirklich cool. Aber sobald diese Szene kommt, dass die versteckte Klinge durchs Fleisch geht, dann ist das irgendein... Oh mein Gott! Der wirft sich. Nee, warte mal. Nein. Was ist denn mit dir? Aua. Oh Gott, das ist ein Psychopath mit Feuer. Was ist das für ein Ort? Hier sind nur Psychos. Oh nee, Feuergegner. Das ist mein Nemesis. Ich brenne immer. Guck mal, und der sitzt hier so schön. Oh. Blub. Na gut. Haben wir aufgeräumt. Ich wollte eigentlich nur den Schatz hier haben, aber... Ein Langschwert. Müssen wir uns angucken. Überlegen, Großschwert. Ich weiß nicht, Ben, vielleicht liegt es am Pulli, weil ich mal nichts Schwarzes... Okay, darunter trage ich was Schwarzes. Ich weiß es nicht. Weil ich meine Brille wieder trage, weil ich heute keinen Bock auf Kontaktlinsen hatte, um meine Augen mal zu schonen. Weil ich habe in letzter Zeit sehr oft Kontaktlinsen getragen und meine Augen haben nur noch gebrannt. Ich
weiß nicht. Ach, da ist so eine Maske. Wäre jetzt aber dumm, da wieder hinzugehen. Deswegen muss ich jetzt hier so ein bisschen außen rum. Machen wir den Punkt hier. Ach so, und Pierre, danke für deine 5 Erdbeeren. Ich gehe mal. Alles klar, Oni-chan. Dann hoffe ich mal, dass es ein bisschen besser wird. Vielleicht sieht man sich später nochmal. Danke nochmal für die Unterstützung. Und ich drücke dir die Daumen, dass es etwas besser wird. Ah, Frühschicht. Ah, okay. Dann sehen wir uns morgen wieder. Dann schlaf schön und erhol dich gut. Das war mein Bruder! Stirb! Was? Welcher Bruder? Lass die Schlange bluten! Ich kenne euch nicht! Von dir bleibt nur eine Pütze! Zeit ist abgelaufen. Fischer, ich schick dich zur Hölle. Oh, und da ist der Arm noch ab. Hui. Oh Gott. Klaus? Sag mal, du willst es gerade drauf anlegen, kann das sein? Hackt's bei dir, ja? Ich doch nicht. Hm? Nee, überhaupt nicht. Du spielst am Mittwoch nicht mit. Oh, doch, besser ist. Also ich weiß ja nicht, ob du Mittwoch mitspielen möchtest. Ist da noch mehr Gegner? Oh, ich will so viele Gegner schlachten. Dich wird keiner begraben. Nicht? So. Ne, muss in die Nacht. Hotspot. Nichts mit ganze Nacht Stream gucken. Ah, das ist ja blöd. Was wird damit mal gespielt? Da wollte ich wieder ein paar Runden Phasmophobia spielen. Oh nein, nicht Wölfe. Oh nee. Ich will keine Wölfe töten. Überleg's dir. Renn! Renn weg! Nicht zu mir! Mann! Nein! Oh, das tut nächste. Bitte, geh woanders hin. Du hast die Chance abzuhauen. Nein, 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 nein. Sei nicht dumm, sei nicht dumm, sei nicht dumm. Geh. Mann, ich hasse das. Was? Huch, weg die Sau mit Federn! Können sich im Busch verstecken? Was habt ihr beide zusammen im Jetzt Busch gemacht? Für den Mord wirst du bezahlen! Welcher Mord? Ich weiß nicht, wovon er spricht. Wisst ihr, wovon er spricht? Ich nicht. Die haben sicher unanständige Sachen. Ja, ich glaube auch. Ich schaff's immer wieder zu brennen. Das ist einfach. Das geht einfach nicht.
plündern. Ach da, die Maske ist sehr creepy. East Angler. Ein Artefakt schon mal. Immerhin. Läuft nach vorne. Essen ist fertig. Dann guten Hunger, Shadow. Ich finde das voll geil, dass man hier einen Wolf als Reittier haben kann. Ich glaube, das wählen auch die meisten. Das ist einfach cool. Ich liebe Wölfe. Wunderschöne Tiere. Oh, mach das nochmal. Rüste! Du bist mir in den Gefallen, hast du Tobi morgen für mich? Und wenn er fragt, wieso, sag einfach nur so. Ja, hau ihn für mich auf. Ich schau mal in den Erdbeer-Chat. War gerade so gut. Erdbeer-Chat? Was für ein Erdbeer-Chat? Was? Ach, da meinst du? Ah, da müsste ich jetzt was dazu lesen, ne? Ein Biest aus der Unterwelt. Ich denke, das ist auch ein Fehler, dahin zu gehen, oder? Ich werde, glaube ich, kein Glück haben. Mit den Gegnern hier in dem Gebiet. Es gerade drei geschlachtet. Ja, die haben mich ja angegriffen. Das konnte ich leider nicht verhindern. Weil die sind etwas schneller als ich. Oh, die Musik. Passiert. Uiuiui. Plünderer haben unser Vieh gemeuchelt. Es waren keine Dänen. Es war der. Wir wissen, dass es die Dänen sind. Es sind immer die Dänen. Hey! Dass die Lehrgeld für die Toten zahlen, die jetzt auf unseren Feldern liegen. Sei doch vernünftig. Was hätten die Dänen davon, arme Bauern abzuschlachten? Ja! Seht, da ist so ein Dänenabschaum. Fragen wir doch nach. Ich bin hier nur um die Ecke gekommen. Hallo. Bleib mal ruhig. Du hast meine beste Milchkuh zerfleischt, du Untier. Was? Ich habe deine Herde nicht angerührt. Ich fass keine Euter einfach so an. Hey, wartet doch mal. Für Bauern und Landvolk schlagen sie ziemlich hart zu. Danke, ja? Dass du dich zurückgehalten hast, Fremde. Wie ist dein Name? Gerne. Eber, vom Rabenclan in Mercia. Wolfhilder.
Äbtissin von Berechingum und Erforscherin der Mysterien. Ich frage mich, ob wir aus demselben Grund hier sind. Ja, um des Teufels Werk zu erblicken. Doch warum sollten sich Dänen von flussaufwärts darum scheren, was sächsischen Bauern zustößt? Wenn ein tollwütiger Wolf oder Bär Jagd macht, werde ich ihn erlegen. Sonst gibt man die Schuld für diese Gräueltaten wieder den meinen. Wohlan, Eivor vom Rabenclan. Sieh dir die Opfer an und sage mir, welche Art Bestie dafür verantwortlich ist. Alles klar. Ich könnte jetzt haben die mich verprügelt. Oder wir plündern erstmal, weil... Ne? Wolfhilda. Wer oder was hat diese Tiere getötet? Aber ich hatte gerade echt keine Chance, ne? Bissspuren, doch von keinem Tier, das mir bekannt ist. Und der Kadaver ist mit seltsamem Moder bedeckt, obwohl die Wunden frisch sind. Bestimmt ein Greif. Warte, falsches Spiel. Du da, was stieß diesem armen Tier zu? Dänen stießen ihm zu. Wie kannst du sicher sein? Es war Hrothgars Kriegsbande. Sie hausen in dieser alten Kirche und bringen uns nur Schrecken und Leid. Dänen töten für Fleisch oder um den Göttern zu opfern. Milchkühe zählen nicht gerade zu ihren Zielen. Ja? Blut. Und es ist noch frisch. Wohin führt die Spur? Ich liebe die Musik. Ein Jötun war es. Ich hab's gesehen. Er war groß und haarig und wankte durch das Moor. Ihr seid ja tapfer, dass ihr euch so nah herantraut. Ich hab's gesehen. Drängar wirklich. In der Nacht, als es geschah. Alles. Was hast du gesehen? Ein Wolf? Ein Bären? Ein tollwütigen Hund vielleicht? Ein Jötun war es. Er war so groß wie ein Baum und er lachte, während er das Tier zerriss. Er hat seinen Namen geschrien. Grendel! Es gibt keine Riesen. Das war der Teufel, der seinen Zehnten eintrieb. Okay. Klingt ja super. Ein Waldschrat. Das ist auch das falsche Spiel. So, ich brauche ja noch Hinweise. Etwas von Blut erwähnt. Ach, da oben. Oh, wow. Ja, muss man ordentlich Kraft haben, um einfach mal eine Kuh dann nach oben zu klatschen. Bei den Göttern. Welch Ungeheuer schleuderte das arme Tier dort hoch in sein Verderben. Welches Tier hinterlässt denn einen feucht glänzenden Moder auf seiner Beute? Dennoch gab diese Frau einem Hrothgar und seiner Dänenbande die Schuld. Ist das das Werk von Menschen? Wer es auch war, hatte genug Kraft, um einen zerfleischten Tierkadaver auf ein Dach zu bringen. Aber das kleine Mädchen sagte, das Wesen wäre ein Riese und hätte sich selbst Grendel genannt. Dies könnte das Werk einer Bande betrunkener Dänen sein. Oder etwas weitaus Schlimmeres. Ja, ich hoffe nicht, dass es die zweite Version ist. Ich sollte diese Hinweise mit wieder besprechen. Das werden wir herausfinden. Wohlfelda. Ich habe alles, was ich konnte, von den Dorfbewohnern in Erfahrung gebracht und den toten Tieren. Und wie liest du dieses Mysterium? Glaubst du immer noch, es wäre ein Wolf oder Bär? Das ist nicht das Werk eines Waldtieres. Die Bissspuren, der Moder. Sehr seltsam.
Dann siehst du es auch als Werk des Teufels. Oder ist einer eurer Holzdrachen zum Leben erwacht? Ein paar zerfleischte Tiere beweisen weder Teufel noch Drachen. Es muss ein Mensch sein. Oder mehrere. Das Mädchen erwähnte einen Grendel. Nein, keine sterbliche Hand könnte Fleisch auf diese Art zerreißen. Das erkennst du sicher auch. Ich sah, was Menschenhände anrichten können. Blutiger als das hier. Und diese Menschen durchstreifen die Nacht und töten dabei das Vieh. Ich gebe zu, das kann ich nicht erklären. Dreimal fanden diese Angriffe statt. Jedes Mal Bissspuren, gebrochene Knochen und dieser seltsame Moder. Etwas Böses geht den Erstengler um. Einige Tiere wurden in den Wäldern im Nordosten angegriffen. Gehen wir. Hier entlang. Vielleicht gibt es Spuren. Ja, na, Spuren hinterlässt es etwas auf jeden Fall. Heute mit Brille? Ja, weil meine Augen ein bisschen schon von den Kontaktlinsen. In letzter Zeit haben meine Augen immer ziemlich gebrannt. Es sollte da oben in den Bäumen sein. Kannst du es riechen? Es stinkt nach Tod und dem Bösen. Ja, den Geruch kenne ich nur zu gut. Kadaver und Tod. Der Geruch von Loki.